Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Hexenkönigin und der erwachte Drache von Luke Richards ist auferwacht. Ja, genug bin ich cringe. Wir wollen weitermachen mit der Story und zwar müssen wir jetzt ein Strike spielen, die Lichtklinge. Es geht ja irgendwie darum, wir sollen so ein Gemäch, also so eine Ruhestätte von Oryx, also dem Bruder von Sabaton, der ja in Destiny 1 von uns getötet wurde, sollen wir auffinden. Und da gibt es noch mehr Informationen, wie Sabaton das Licht erlangt hat. Und diesmal spiele ich... Ich sollte mir mal neue Waffen holen, weil das ist ja unfassbar. Ich spiele ja hier immer nur dieselben Waffen. Halt, spielen wir diesmal ein Schwertchen, Prometheus-Linse und einfach mal... Datei. Also auf Power-Level brauche ich ja eh nicht achten. So, das kann ich euch sagen. Genauso wie meine Anzahl an legendären Bruchstücken, wie ich früher, ich glaube, das, warum sage ich früher, das war vor, keine Ahnung, 3 Wochen, habe ich noch übelst gestruggelt mit denen. Jetzt habe ich halt übelst eine Menge von denen. Genauso wie legendäre Bruchstücke oder auch nicht. Ach nee, hier sind sie. Verbesserungskerne meine ich natürlich. Nicht legendäre Bruchstücke. Das ist nochmal was anderes. Aber okay. Das sind doch. Der Tempel von Oryx wird von einem von Sabatons stärksten Kriegern beschützt. Er bewacht etwas. Etwas, das ihr benutzen könnt, wie ihr Sagiras Hülle benutzt habt. Doch der einzige Weg führt durch ein paar alte Kanäle. Also brauchen wir ein Boot. Darum kümmere ich mich. Durch ein paar alte Kanäle. Auf YouTube gibt es sehr viele alte Kanäle. Kann ich euch nur empfehlen. Der war halt wieder super. Okay, jetzt sind die Gegner ein bisschen herausfordernder, weil wir ja einen Strike hier spielen. Schön in deine Fresse lasern. Okay, warte. Ganz ruhig. Gut, vielleicht sollte ich eine Raketen dafür spielen oder sowas. Hey, das ist unser Mann! Der Typ, der den Tempel bewacht. Hä? Was tut er so weit entfernt von seinem Posten? Ach so, wir haben jemanden mit Level 9. Gut, dann wird das doch einfach. Jetzt rennen aber hier nicht durch. Hey, das ist doch der Ort, wo wir Sabaton versuchten zu töten. Hat aber nicht so ganz geklappt. Ich laser euch weg. Okay, da die Mod noch weglasern. Gut, der hat ihn. Sieht nur, da hinten. Der Weg ist frei. Ich verstehe einfach gar nichts mehr, weil alles so ultra schreien muss. Sabaton hat sich also als Osiris ausgegeben. Ikoras Freund und Mentor, ja? Vielleicht... war es Ikoras Fehler? Sie hat etwas gesagt, dass Sabaton half, das Licht zu bekommen. Was immer auch zwischen ihnen passiert ist, das ist nicht Ikoras Schuld. Ja, sicher. Ich meine nur, Ikora ist eine Spionagemeisterin, oder? Und Osiris ist ihr Freund? Man sollte meinen, sie hätte etwas bemerkt. Sabaton hat uns alle getäuscht. So wie dich und jeden anderen Schargeist. Wir werden nicht zulassen, dass Ikora die Schuld auf sich nimmt. Sie ist eine Prankerin. Wir dürfen sie gar nicht vertrauen. Oh, den Strike kenne ich. Ja, ja. Den gibt es ja auch in den regulären Playlisten. Ey, warte. Was hast du denn für eine Waffe? Ui. Chick. Einmal inspizieren, bitte. Diese seltsame Scharsteuerung. Ich meine, wie funktioniert. Der hat sogar den Raid gemacht. Digga, ist der OP. Das Boot bewegt sich.
Okay, ich würde mich nicht gegen ihn stellen, denn der Typ ist krass. Oh, da oben ist ein Kreischer. Direkt mal wegklatschen. Hä? Er hat mich angelasert. So, alles safe. Alles safe. Ach, wir müssen jetzt... Stimmt, wir müssen ja jetzt hier rüberspringen. Und dann... Finch? Den hier töten. Wieso halten wir an? Dann können wir weiter. Ach, ich brauche die Kugel, ich Idiot. Damit hab ich nicht gerechnet. Nur eine kleine Unterbrechung. Ihr könnt euch um diese Barriere kümmern, oder? Sicher könnt ihr das. Wieso? Hallo? Jetzt... Geh doch da bitte rauf. So, und hier auch bitte nochmal. So. Ah, der Brudi. Ich hab fertig gemacht. Hey, hey, hey! Ihr habt es geschafft. Gut gemacht. Das Boot bewegt sich wieder. Kurz anlasern. Ah, es ist heute echt regnerisch. Oh. Tschüss. Kriegst einen Sonnenbrand. Ich muss nachladen. Scheiße! Bin so blöd. Oh nein. Komm ich denn da jetzt noch auf? Warte. Ich muss das schnell machen. Ich springe einfach von Brücke zu Brücke. Ey, so kann man es auch machen. Wer benutzt schon das Boot, wenn man die Brücke benutzen kann? Okay, jetzt nicht mehr. Ah, ich bekomme Wasser ab. Wasser schadet mir. Du Harzer. Bin so ein richtiger Harzer. Wir haben... Ja doch, da müssen wir lang. Wir stecken schon wieder fest. Ernsthaft? Aber ich hatte das doch geregelt. Es ist einfach diese Schartechnologie, die so veraltet. Moment, gib mir eine Sekunde. Ach, diese Schar immer. Da setzen wir uns mal hin, genießen den Tag. Ich hab's. Geile Mucke, Alter. Was okay. Spielt ihr da für eine Waffe? Wir nähern uns dem Sumpf. Der Tempel ist nicht weit von hier. Du die Waffen sagtest, kann ich auch mal empfehlen. Tempel für Oryx? Ja, genau. Savatuns Bruder. Der König der Besessenen persönlich. Die beiden haben sich gegenseitig um die Millionen Male getötet. Aber sie hat ihm einen Tempel gewidmet. Schon seltsam, wie das manchmal läuft. Seid hier vorsichtig. Hier ist etwas geschehen. Alles ist von Dunkelheit überwuchert. Aber ich kann Licht spüren. Ich kann es nur nicht sehen. Vielleicht gibt es einen sicheren Weg hindurch. Ich kann keinen Doppelsprung mehr machen. Wie kacke ist das? Also, Oryx und Savatun sind so ganz normale Bruder- und Schwester-Situationen. Obwohl, eigentlich eher Bruder und Bruder schlagen sich gegenseitig. Ich habe noch nie gesehen, dass sich Schwester und Bruder sich gegenseitig schlagen. Wenn ihr so eine Familie habt, Props. Props einfach. Ich will springen, Mann. Ist ja wie ein Marathon hier. Muss man durch die Tore gehen. Nee. Lauf doch. Wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, wir müssen hier lang, da. Der Weg führt zum Tempel. Jetzt darf ich endlich mal sprinten. Ich fühle mich so scheiße ohne meinen Doppelsprung. Okay, da sind noch mehr Motten.
Aber ich sehe noch kein Tor, wo wir wieder rübergehen können. Ich bin daran vorbeigelaufen. Scheiße. Lauf doch, du Bastard. Ich hab Gewicht der Dunkelheit mal 10. Was zum Teufel? Mann. Oh, okay, hier. Sieht aus, als wäre alles gesichert. Jawohl. Wir gehen rein. Vorsicht. Ich hab wieder meinen Doppelsprung. Der Ritter, der diesen Ort bewacht. Er ist ein alter Rivale von Oryx. Mit ihm ist nicht zu spaßen. Schon irgendwie lustig, dass Sabaton ihn Oryx-Tempel bewachen lässt. Ich dachte, sie mag Oryx nicht. Da würde ich den ja gleich in Flammen setzen, den Tempel. Also, wäre ich Sabaton. Aber ich bin ja nicht Sabaton, also. Obwohl. Ich glaube, ich wäre nicht gerne Sabaton. Denn sie ist absolut hässlich. Genauso wie diese Ogre hier. Verschwindet. Oh ne, der hat mich eingefroren. Au, 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 au. Alter, wurde ich hart gefickt. Ja, brauchst deine Ulti nicht verschwenden. Aua. Das hat sehr weh getan. Gut, der Ritter ist auch down. Dann einmal zum Denkmal. Wow. Was gestorben. Guck mal, da ist doch mal so eine schöne Statue. Alter, ist das hell. Oh, hi. Junge, die Mucke geht der übelst ab. So angreifen, ohne dass er noch irgendwas macht oder dass er Überschilde bekommt. Was laber ich denn? Er bekommt sowieso Überschilde. Nein, ich hab verfehlt. Kann mir bitte einer helfen? Obwohl, nein, braucht ihr nicht. Okay, da hinten ist doch nicht tot. Jetzt so. Digga! Ist das dein scheiß Ernst? Er läuft bisschen rum und ich treffe nicht mal. Mann, das kann doch nie wahr sein. Wo ist er denn jetzt? Hör auf rumzuspringen. Bist du Mario oder was? Aua. Gut. Na, verschwinde. Das muss ein Lichtträger. Hä? Kommt da nicht noch ein Geist? Jawollo!
Jetzt sollen wir da irgendwas noch abholen? Ah, hier, mitten. Tafel des Ruins. Die Tafeln verbergen ein Rätsel. Finch, du hattest recht. Wir haben etwas gefunden. Ein Stück der Tafeln des Ruins. Die Tafeln, mit denen Oryx die Besessenen erschuf. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich wusste es. Ich wusste, dass es irgendwie mit den Besessenen zusammenhing. Alakuls Geist ist entkommen. Er hat nur seinen Körper hier zurückgelassen. Ah, Notfallplan. Sie lernen dazu. Sie versuchen, euch einen Schritt voraus zu sein. Aber ihr habt die Tafel. Das ist das Entscheidende. Das bringt uns einen Schritt näher an den Sieg über die Hexenkönigin. Gut, Jungs. Habt ihr erfolgreich gemacht. Ja, du tanzt sehr gut. Oh, schicke Dance Moves. Oh, jawohl. Oh, nice, das gefällt mir. Gut, wir gehen lieber hier weg. Okay, wir haben tatsächlich noch was zu machen. Wir sollen nämlich da zurückgehen, wo wir ja diese Erinnerung von Sakira hatten. Also zurück in den tiefen Untergrund. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass ich... Ich hoffe aber jetzt nicht, dass ich den ganzen Weg da nochmal gehen muss. Das wäre nämlich ekelhaft lästig. Und diese Höhlen, die stinken voll. Nach Käse. Nach geschmittem Käse. Wie bei Gregs Tagebuch. Ich weiß nicht, habt ihr das mal auch geguckt? Also es gibt bestimmt... Also wenn ich irgendjemanden sehe, der nicht Gregs Tagebuch geguckt hat, der bekommt so oft die Schnauze. Also er muss ja nicht mal geguckt haben, er kann auch das Buch gesehen haben. Gelesen. Es war einfach geil. Wohl, ich kann schon wenig reden. Ich lese es mir gerade noch vor. Also ich bin noch nicht fertig damit. Okay, hier ist nämlich noch ein Portal und da können wir... Au, ist das laut gewesen. Da können wir nämlich durchgehen. Dann wenn wir dahinter gehen. Und hier hinten, ich hoffe es ist keine Mission, auf den Altar zugreifen. Nee, es ist keine Mission, sonst könnte ich halt auswählen, welchen Schwierigkeitsgrad ich haben möchte. Digga, ist das blass hier? Wo sind die Farmen, Spiel? Wo sind die Farmen? Wieso darf ich in Destiny 2 keine Filter aktivieren? Erinnerung an Ruin. Das Portal, das einst hier war, ist fort. Wir müssen einen anderen Weg finden, wenn wir die Erinnerung manifestieren wollen. Die Tafel, die wir gefunden haben, muss etwas damit zu tun haben, wie Savathun das Licht bekommen hat. What the fuck, I'm looking at. So, oh nee, jetzt hier irgend so ein Rätsel. Ach, scheiße. Ich verstehe, oder? Das ist falsch. Das ist falsch, das ist falsch. Okay, man musste einfach nur den Unterschied sehen. Na gut, dann war es ja einfach. Mit meinen 3 Gehirnzellen gehören. Oh, scheiße. Was wollen Akolyten hier? Raus hier! Das ist mein Palast. Oh, guck mal, da hinten sieht man schon ihre Krone. Ja, zeigt euch. Mal gucken, was Savathun hier alles so versteckt hat in ihrem Palast. Ja, da guckst du. Ah, da guckst du. Oh, die Motte. Verpiss dich. So.
Ich werde nie die Königin der Besessenen sein oder nur die zweite Geige neben meinem Bruder Oryx spielen. Als Oryx die Tafeln des Ruins erschuf, beschrieb er die Fähigkeit, die Besessenen zu erschaffen. Doch Oryx wurde von einer viralen Macht aus der Tiefe gelenkt. Ich habe ihren wurmförmigen Weg studiert. Ich habe zwischen den Zeilen gelesen. Die Tafeln verbergen ein Rätsel. Die Antwort auf dieses Rätsel ist größer als die Macht zu nehmen. Es ist die Macht des Zeugen. Welten von einer Realität in eine andere zu bewegen. Das ist es, was ich tun werde. Ich werde nicht nehmen, sondern geben. Dem Reisenden ein sicheres Versteck gewähren. Und sobald er am Himmel meiner Thronwelt schwebt, werde ich ihn einsperren. Super bereit. Okay. Sie will anscheinend den Reisenden für sich nehmen. Naja, aber ich will ihn auch noch haben, weil ich mir mein Solar, meine Leere und mein, wer ist der andere? Mein Arkus noch behalten. So, Ikara. Ich komme gleich. Bis gleich. So, Ikara. Wir haben was Schreckliches herausgefunden. Also, die Massenentführung der Planeten ist nicht das Werk der Dunkelheit, sondern eines Wesens dahinter. Des Zeugen. Und wie es aussieht, war ich für Savatuns Diebstahl des Lichts verantwortlich. Ja, das hatte ich fast erwartet. Immerhin war ich es, die sie im Turm willkommen hieß, die ihr Zugang zu den Vorhutarchiven gewährte. Und jetzt könnte die Menschheit den Reisenden an die Schar verlieren. Ich muss wissen, ob das wirklich meine Schuld ist, bevor Savatun auch nur in die Nähe des Reisenden kommt. Dein Freund Finch hat einen neuen Hinweis gemeldet. Ich habe so meine Zweifel, aber Zaghaftigkeit können wir uns zurzeit nicht leisten. Nimm in der Thronwelt Kontakt mit ihm auf. Finde die Antworten, die wir brauchen, egal wie. Ikora glaubt, dass sie möglicherweise mit dafür verantwortlich ist, dass Savatun das Licht stehlen konnte. Aber angesichts der Nachricht, dass Savatun auch noch den Reisenden in ihre Thronwelt ziehen und dort einsperren will, ist die Zeit knapp. Sie schickt dich zu Finch, um einen weiteren Hinweis nachzugehen. Gut, sie gibt mir einen Raketenwerfer. Ja, ist okay. Möge dein Weg hell erleuchtet sein. Ja. Du bist aber nicht so hell in der Birne. Okay, nein. Das war's mit dem Video. In der nächsten Folge gucken wir mal, was uns die Savatun als nächstes anhaben will. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.